Heute sprechen wir mit Herrn Christopher Weiß. Er setzt sich als Student für die Fridays for Future-Bewegung ein und kann uns aktuelle Hintergründe und Eindrücke zu der Bewegung liefern. Wir haben uns für ein Interview in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit ihm verabredet. Hallo zusammen, es freut mich sehr, euch heute den Herrn Christopher Weiß zu begrüßen zu dürfen. Er ist ein Mitglied der HBRS, er studiert im zweiten Semester Informatik und ist auch ein Mitglied der Fridays for Future-Bewegung, und zwar in dem studentischen Bereich. Auch im normalen Bereich, also in beiden Bereichen bin ich engagiert. Ah, super. Wir bedanken uns vielmals, dass Sie hier sind und würden gerne ein Interview mit Ihnen einleiten. Ihre Bewegung ist ja sehr groß aufgefächert. Eine sehr gute Frage wäre deswegen, wie genau sind die Unterschiede? Weil Sie sagten, Sie sind sowohl in der Hauptorganisation am Arbeiten als auch in der studentischen Abteilung. Was sind die genauen Unterschiede? Also die Hauptorganisation kümmert sich vor allem um die Streiks an sich, aber auch um andere Aktionen, um Präsenz in der Öffentlichkeit zu zeigen, wie zum Beispiel am 24. mit dem Livestream. Und die Studenten kümmern sich vor allem um die Sachen, die halt für die Studenten wichtig sind oder wo sie halt mehr Einfluss haben. Zum Beispiel an Hochschulen, an Universitäten, da sind wir aktiv dran und versuchen auch weiter da Veränderungen hinzubekommen. Man hört nicht mehr besonders viel von der Friday for Futures Bewegung derzeit in den Medien. Wissen Sie eventuell die Beweggründe dahinter? Ja, weil es halt schwer ist, im Moment auf der Straße präsent zu sein, mit allen Sicherheitsmaßnahmen und so weiter. Deswegen, ich weiß nicht, ob man es irgendwie mitbekommen hatte. Am 24. hatten wir uns deswegen dezentraler organisiert und an einzelnen Stellen uns mit Schildern positioniert, damit wir trotzdem noch ein bisschen in den Köpfen bleiben. Und wir arbeiten auch schon wieder dran, auf der Straße aktiv zu sein. Wie organisieren Sie sich denn gerade derzeit während der Corona-Zeiten? Welche Verbindungen nutzen Sie und welche Applikationen? Also wir nutzen vor allem Discord, weil da haben wir die wenigsten Probleme, wenn wir mit 40 Leuten uns jede Woche treffen, dann stürzt das am wenigsten ab und so. Und ja, normal können wir uns ja im Moment nicht treffen, sprich alle Sachen, wo wir uns besprechen oder so, laufen mittlerweile über Discord, um weiter mobil zu bleiben und die nächsten Aktionen zu planen. Das ist auf jeden Fall ein sehr praktisches Mittel dann derzeit. Hm? Auf welche Erfolge sind Sie besonders stolz, die Friday for Futures bisher erwirkt hat? Also vor allem stolz sind wir, dass wir das Thema in die Öffentlichkeit getragen haben. Weil teilweise waren wirklich wochenlange Berichte über Fridays for Future da und auch, ich weiß nicht, ob dieses Klimakabinett so zustande gekommen wäre, wenn nicht Fridays for Future so eine Öffentlichkeitsarbeit geleistet hätte. Auf jeden Fall. Wie schon erwähnt, Fridays for Future hat einen sehr großen Einfluss auf die Bevölkerung als auch die Regierung gemacht. Was denken Sie denn, was für einen Einfluss es auf den Klima bisher gebracht hat? Also ich vermute, kann man ja eigentlich im Moment nur, dass es leider im Moment noch nicht so viel Einfluss aufs Klima hatte, weil einfach die Politik an jeder Stelle versucht hatte, die Klimaschutzmaßnahmen so gering wie möglich zu halten. Aber ich denke trotzdem, dass es was gebracht hat, weil ansonsten würde die Politik und auch die Wirtschaft so weitermachen. Und vielleicht wäre es dann noch schlimmer, als im Moment schon ist. Vielen Dank für das Interview und vielen Dank, dass Sie so viele Fragen beantwortet haben. Kein Problem.